Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein neues Hearts of Iron 4 Video. Und zwar spielen wir heute mal, wie ihr schon sehen könnt, die Mod A Very British Civil War. Da ist nämlich in England ein Bürgerkrieg ausgebrochen und ich will einfach mal versuchen, den irgendwie zu gewinnen. Wie ihr hier schon sehen könnt, gibt es hier ganz verschiedene Gruppen. Das hier sind die Schotten, die versuchen wollen, unabhängig zu bleiben. Das hier sind Nationalisten. Dann gibt es natürlich auch noch Sozialisten, die ihre eigene Revolution machen wollen, und diese kleinere Gruppe in Schottland. Allerdings will ich versuchen, was anderes zu nehmen, und zwar will ich einfach mal versuchen, das Ganze mit Irland zu spielen. Ich bin mal gespannt, wie schief das Ganze hier laufen wird. Wie ihr euch hier durchlesen könnt, gab es dazu eine lange Vorgeschichte. In unserem Leben ist damals ein König zurückgetreten, um irgendwie eine Frau aus Amerika zu heiraten. Hier hat er aber irgendwie versucht, immer noch König zu bleiben, und deswegen ist irgendwie der Premierminister zurückgetreten. Oswald Mosley wurde dann halt zum neuen Premierminister, und dann ist halt sozusagen das hier passiert. Wie ihr hier sehen könnt, gibt es auf dieser Map nur die britischen Inseln, also es gibt kein Europa und so weiter. Ich habe als Irland auch einfach nur einen standardmäßigen Fokusbaum. Trotzdem will ich irgendwie versuchen, das Ganze hier zu überleben. Deswegen mache ich hier einfach mal die verschiedenen Sachen, damit ich halt sozusagen meine Infrastruktur verbessern kann. Ich baue als erstes natürlich neue Fabriken auf. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir einfach nur eine Truppe, während wahrscheinlich so ein Staat wie die Anglikanische Liga oder die Royalisten hier irgendwie mehr haben. Hier gibt es gerade eine Schlacht zwischen den Faschisten und den Kommunisten. Ich gebe jetzt einfach mal den Kommunisten die Stadt hier. In Schottland gibt es jetzt gerade eine Wahl, und ich sage jetzt einfach mal, dass die Labour Party gewonnen hat. Also es wird wahrscheinlich irgendwann zu einem Krieg zwischen den demokratischen Linken und den autoritären Linken kommen. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Wie ihr hier an der Seite sehen könnt, läuft das Spiel hier übrigens mega schnell. Also die Tage gehen ziemlich schnell zu Ende. Ich habe mich anscheinend gerade auch vertan gehabt, weil es gab irgendwie scheinbar keine Wahl in Schottland, sondern irgendwie bei mir. Also die Labour-Partei ist jetzt bei mir in der Kontrolle. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich noch ein paar andere Sachen mitgeladen. Also hier kleine Menüs, die es irgendwie in anderen Mods gibt. Die Schottische Republik ist jetzt hier mit den Kommunisten im Krieg, und wie es aussieht, wird dieser Typ hier nicht lange überleben können. Insgesamt verliert er doppelt so viele Truppen wie die Schottische Republik. York hat jetzt allerdings hier auch Schottland angegriffen. Ich versuche jetzt einfach mal irgendwie diesen Staat hier von denen zu bekommen. Also ich habe immer noch dieses Make Demand Menü mit drin. Wie es aussieht, funktioniert das aber nicht. Die Jakobiner hier sind jetzt auch noch im Krieg mit Schottland. Schottland wurde gerade von York und den Kommunisten annektiert. Wie ihr hier seht, wurde das Ganze so aufgeteilt. York ist übrigens unter der Kontrolle von Winston Churchill. Das Spiel hier geht so schnell, dass ich jetzt schon im Jahr 1940 bin. Die Jakobiner haben gerade den Kommunisten den Krieg erklärt. Die sind aber mittlerweile radikale Sozialisten. Die Jakobiner sind mittlerweile auch noch mit den Royalisten im Krieg, und die radikalen Sozialisten sind jetzt auch noch mit dieser kleinen Insel im Krieg. Jetzt sind die Sozialisten auch noch im Krieg mit Churchill. Die Jakobiner und Schottland wurden jetzt irgendwie von York und den Royalisten hier irgendwie eingenommen und aufgeteilt. Irgendwie werden hier Reste der Jakobiner doch noch eingenommen, und sie wurden von Churchill annektiert. Ich garantiere jetzt einfach mal die Unabhängigkeit von Churchill, und Churchill wollte das Ganze auf jeden Fall nicht. Wir sind mittlerweile im Jahr 1944 und die Leute aus Cornwall wollen jetzt einen Handelsvertrag mit mir abschließen. Ich versuche jetzt einfach mal, dass es einen Coup bei Churchill gibt. Deswegen liefere ich denen jetzt halt sozusagen Infanterie-Equipment und so weiter. Wie ihr hier sehen könnt, ist meine Revolte so ein bisschen gefailt und er wird gleich sterben. Wenigstens gibt es nochmal ein kleines Cameo von Clement Attlee. Mittlerweile gibt es einen Krieg zwischen den Royalisten und diesem kleineren Staat Kernow hier, und der schafft es tatsächlich, sich hier noch irgendwie ein bisschen zu halten, hat hier aber seine eigentliche Hauptstadt schon verloren gehabt. Jetzt sind sie auch noch im Krieg mit der Anglikanischen Liga hier. Ich denke mal, spätestens jetzt werden sie auch schon zurückgedrängt. Jetzt wurden sie auch gerade von den Anglikanern annektiert. An der Stelle will ich noch mal kurz eine andere Sache erwähnen, und zwar habe ich momentan eine Kanalumfrage am Laufen. Im Durchschnitt dauert die Umfrage nur so
2,5 Minuten. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr da auf jeden Fall teilnehmen könntet. Und ja, Link dazu ist in der Beschreibung und in den Kommentaren. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Kommen wir wieder zum Video. So Leute, wir sind jetzt mittlerweile im Jahr 1952 und es passiert nichts mehr. Deswegen werde ich einfach mal einstellen, dass ich auch als demokratische Nation Kriege erklären kann. Ich werde jetzt einfach mal Raids den Krieg erklären. Und wie ihr hier schon sehen könnt, machen sich meine Truppen gerade auch schon bereit, über den Seeweg zu ihnen zu kommen. Ich habe ihnen jetzt den Krieg erklärt und die Truppen sind auch schon direkt da. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir es irgendwie schaffen, die hier jetzt schnell einnehmen zu können. Und wie ihr seht, klappt das Ganze auch ziemlich gut. Wir haben bisher weniger Leute verloren als sie. Ich will mit meinen Truppen jetzt einfach mal zu deren Hauptstadt kommen. Mittlerweile werden wir leider ein bisschen zurückgedrängt. Ich weiß leider nicht, warum ich das Ganze hier verliere. Meine Truppen werden einfach komplett zerstört. Und ja, damit hat Rails so ziemlich meine ganze Armee zerstört. Jetzt kommt es aus irgendeinem Grund endlich zum Krieg zwischen den Royalisten und den Anglikanern hier. Also das hier wird so ein bisschen entscheiden, wer am Ende die britischen Inseln beherrschen kann. Ich lasse das Ganze mal für euch so ein bisschen im Zeitraffer laufen. Und die Anglikaner sind jetzt auch im Krieg mit Churchill. Ich konnte mir tatsächlich nochmal ein paar neue Truppen holen. Deswegen versuche ich vielleicht nochmal irgendwas von der anglikanischen Liga hier zu bekommen. Ich darf auf jeden Fall auf das Territorium der Royalisten hier. Und meine Truppen sind hier jetzt gerade am Schlachtfeld angekommen. Und irgendwie sind die radikalen Sozialisten wieder da. Und York ist jetzt im Krieg mit denen. Da hier jetzt viel zu viel passiert, mache ich mal wieder einen Zeitraffer rein. So, der Krieg ist jetzt zu Ende und natürlich konnte ich mir keine Staaten holen, beziehungsweise eigentlich logisch, weil die anglikanische Liga hier noch gar nicht kapituliert hat. Wir sind aber nicht mehr so wirklich weit entfernt von deren Hauptstadt. Insgesamt habe ich aber nur 3% am Ganzen mitgeholfen, deswegen werde ich wahrscheinlich auch hier nicht mehr allzu viel bekommen. Außerdem werden wir auch hier gerade wieder zurückgedrängt. Ich verliere gerade auf jeden Fall auch schon wieder Truppen, also die Anglikaner sind gerade dabei, den Krieg vielleicht doch noch zu gewinnen. Wie ihr hier seht, haben die Royalisten eigentlich gar keine Chance. Das hier war es dann auch schon mit ihnen. Und auch Churchill ist gerade kurz davor, zerstört zu werden. Die Royalisten sind mir irgendwie in den Rücken gefallen und nehmen jetzt gerade irgendwie Irland ein. Ich versuche einfach noch irgendwie meine Resttruppen vielleicht hier wieder zurückzubekommen. Aber wie ihr seht, wird hier einfach alles überrollt. Und wie ihr seht, ist das Ganze jetzt gleich zu Ende. Die Loyalisten hier sind übrigens unter der Kontrolle von den Anglikanern. Deswegen waren die jetzt unsere Gegner. Wie ihr sehen könnt, konnten wir einen ganzen Staat hier behalten, wie es aussieht. Der Rest ist jetzt einfach mal zwischen den Royalisten und einfach mal Wales aufgeteilt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich hoffe aber mal, euch hat das ganze Video hier gefallen. Sollte es euch gefallen haben, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und lasst natürlich auch gerne ein Abo da. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich soweit sagen kann und ciao.